das Auto passend zur Fliege wählen? Nein, heute nicht. Weil ich es kann. Jeden Freitag im Eurojackpot. Immer 10 Millionen Euro und mehr. Jetzt auf eurojackpot.de und in deiner Lotto-Annahmestelle. Sonnige Aussichten. Freitag rund 48 Millionen Euro im Jackpot. Spiele, gewinne beim Original. Lotto Thüringen. Herzlich willkommen zu Nonsenf, Ihrer Wochenrückschau im Regionalfernsehen. Die Hundstage haben wir hinter uns, inklusive neuem Hitzerekord. Und man könnte denken, die Politik ist, wie eigentlich immer um diese Zeit, im Sommer Dornröschenschlaf. Aber nein, es ist richtig was los. Da kommen wir gleich zu. Erst nochmal ein Hinweis, auch hier bei uns, bei Nonsenf, ist richtig was los. Heute besucht uns noch der Klos Fritz. Ja, und er stellt sein neues Lied vor. Aber viel spannender, er erzählt uns, wie er mit dem Shitstorm dazu und zu seinem Kloßlied umgeht. Das wird Sie verblüffen, das verspreche ich. Aber erstmal zu diesem Herrn hier. Das ist Boris Johnson und der ist neuer Premierminister in England. Das bedeutet, jetzt kann Theresa May zur Queen gehen und sagen, Lisbeth, ich bin raus. Und die macht mal wieder eine Kerbe in das Stuhlbein, in das sie immer eine Kerbe macht, wenn ein Premier geht. Und mal unter uns, dieser Stuhl muss schon sehr, sehr wackelig sein inzwischen. Naja, nun haben wir mit dem hier zu tun und ich frage mich ernsthaft, ist das ein Trend? In letzter Zeit tragen sehr viele Staatsoberhäupter diese Wischmopp-Frisur. Da frage ich mich ernsthaft, gibt es keinen Politiker mehr mit ordentlichem Haarschnitt? Gibt es sowas noch? Gibt es, ja. Apropos Sexsymbol, Nico Schwanz, das Model aus Apolda, der hier, ist wieder Single. Seine Freundin Katja Kalugina hat sich von ihm getrennt. Ja, für Nico Schwanz ist es die dritte gescheiterte Beziehung innerhalb von 3 Jahren. Von 2016 bis 2018 führte er mit Saskia Atzenroth eine On-Off-Beziehung, Rosenkrieg, Verlobung und so weiter, alles inklusive. In Vanessa Schmidt schien er im März 2018 verliebt zu sein. Sie war 18 Jahre jünger, vielleicht war deshalb nach 6 Monaten wieder Schluss. Und jetzt Katja. Im September 18 wurden sie ein Paar, im Februar 19 machten sie ihre Liebe offiziell und jetzt, ein halbes Jahr später, wurde Nico Schwanz wieder verlassen. Warum? Warum? Fragen Sie sich jetzt zu Recht. Ich glaube, es gibt nur eine logische Erklärung. Die Frauen haben Angst vor der Hochzeit. Keine will seinen Namen annehmen. Noch eine kleine Promi-Meldung. Der Micha, der Wendler, ist ins Sommerhaus der Stars eingezogen und hat als erstes Mal seinen Sexplan rausposaunt. Er will mit seiner Freundin Sex haben und zwar im Toilettenhäuschen. Ja, da haben viele Zuschauer gesagt, Sex mit dem Wendler. Und sie haben recht. Kommen wir jetzt aber zu den wirklich wichtigen Dingen dieser Woche, bevor wir uns dem Klos Fritz widmen. In der ARD sind die Sommerinterviews mit den Politikern gestartet und den Anfang machte Christian Lindner von der FDP. Und es gab auch gleich einen Eklat. Christian Lindner, Klammer auf, 40, Klammer zu, wurde indirekt zu seiner Freundin Franka Lehfeld, Klammer auf, 29, Klammer zu, gefragt. Und das war so. Lieber Vermögenssteuer oder gleichaltrige Freundin? Lieber Vermögensteuer oder gleichaltrige Freundin? Geschmacklos. Okay. Geschmacklos, so. Und damit meinte er nicht die Freundin, sondern die Frage. Hätte man jetzt auch nicht erwartet, dass Tina Hassel, die Hauptstadtstudio-Chefin der ARD, so eine Frage zulässt. Da darf man ja wohl mal fragen, von wem die ist. Und auch ein bisschen wettern. Ne? Und Tina Hassel war es nicht, bin ich mir ganz sicher. Wer hat das gemacht? Das sind alles Fragen, um es jetzt kurz zu ergänzen, die reingekommen sind und die wir auch aufrufen, als Ihre Fragen an Christian Lindner mit nur einem Wort zu beantworten. Die sind aktuell hier reingeflogen. Sind noch alte, die da stehen. Alles klar. Aktuell reingeflogene alte Fragen, die da noch stehen. Weißt du Bescheid, oder? Ja, ich habe eher den Eindruck, im Hauptstadtstudio der ARD wird gern mal vor Feierabend was getrunken. Aber die Tina war es doch gar nicht, Mensch.
Gut, das ist aber, müssen Sie nicht mir sagen, Christian Klar. Lindner, sondern ich trage hier vor, was, nee, deshalb sage ich's ja was auch der, gefragt wird. Sage ich es auch der Online-Community, also Fragen, die sich beziehen auf meine letzten Urlaubsdestinationen oder mein Privatleben, muss ich sagen, finde ich geschmacklos und auch als Politiker muss man das nicht hinnehmen. Ja, da hat er ja auch irgendwie recht. Könnte man denken, es wäre jetzt auch wieder gut, könnte man auch gut sein lassen, aber nein, ganz am Schluss holt Tina Hassel nochmal den Salzstreuer raus und dann rein in die Wunde. Ein paar Mal haben Sie sich geärgert, das ist legitim. Nein, ich habe mich nicht geärgert über Fragen, aber ich ärgere mich dann oder wehre mich, wenn Dinge, die Privatleben sind, politisiert werden. Mhm. Das ist ein Trend, gegen den wehre ich mich. Mhm. Es gibt Dinge, die gehen die Leute einfach gar nichts an. Mhm. Und da frage ich mich, wie impertinent man sein kann, sowas zu einem politischen Thema in der Öffentlichkeit zu machen. Und da lasse ich mich auch nicht einschüchtern. Nee, müssen Sie auch nicht. Der Herr Habeck zieht sich aus Twitter zurück. Ich gebe Kontra. So, nämlich Christian Lindner gibt Kontra. Das hat er ja nun lang genug auf der Oppositionsbank gelernt. Also Obacht, der kann das. Gleich hier bei uns der Inbegriff von Kontra. Der Klos Fritz wird singen und reden nach der Pause. Das Auto passend zur Fliegewellen. Nein, heute nicht. Weil ich es kann. Jeden Freitag im Eurojackpot. Immer 10 Millionen Euro und mehr. Jetzt auf eurojackpot.de und in deiner Lottoannahmestelle. Sonnige Aussichten. Freitag rund 48 Millionen Euro im Jackpot. Spiele, Gewinne beim Original. Lotto Thüringen. Na dann herzlich willkommen zur zweiten Hälfte von Nonsens in dieser Woche. Jetzt mit einem Gast. Die ganze Welt spricht drüber, dass der Klos Fritz ein neues Video hat. Und heute ist er hier. Ich muss dich fragen, willst du eigentlich noch Klos Fritz genannt werden? Na klar, will ich noch. Echt? Ja. Im neuen Video gibt es ja auch wieder Klöße. Genau, richtig. Warum? Naja, vor 6-7 Jahren hat das Ganze angefangen mit dem Kloslied. Und das war auch so das erste Video, wo ich wirklich Spaß drauf hatte und wirklich viel selber machen konnte. Und das war jetzt seit langer Zeit wieder das erste Video, wo ich selber entscheiden konnte, was denn wie zu sehen ist. Und kreativ sein durfte und deswegen dachte ich mir so, warum nicht denn etwas aufgreifen, was man vor 6-7 Jahren doch auch schon mal irgendwo gesehen hat. So. Und du bist jetzt richtig Selfmade-Man sozusagen. Ja, doch schon so ein bisschen. Das Lied ist von wem? Das hat ein Produzent in Stuttgart produziert. Ah, und der Text? Auch dort ein Schreiber. Okay. Vom Produzenten. Hast du da irgendwie beigetragen oder hast das fertig hingelegt gekriegt? Nee, ich habe schon so ein bisschen Ideen einfließen lassen, was denn so in etwa im Lied sein soll, was man denn so hören soll, um was es denn gehen soll. Und worum geht's? Es geht darum, dass ich ein Date habe. Er hat ein Date, ja. Freunde, du Freunde, er hat ein Date. Ja. So, aber leider erfährt man im Video nicht, wie es ausgeht. Genau, also, richtig. Wie ging's denn aus? Offenes Ende. Nein, also im Video geht es eigentlich nur so aus, dass wir der Kamera entgegenlaufen, beziehungsweise dem Sonnenuntergang, wenn man so will. Hm. Aber mal schauen, ob da noch was kommt. Du bist selber gespannt, oder? Ja, okay. Natürlich. Jetzt mal im richtigen Leben. Hast du eine Freundin? Nee, habe ich nicht. Aber es gibt viele Bewerberinnen, oder? Mehr oder weniger. Ne, ernsthaft? Doch schon. Du kriegst Fanpost, habe ich genau. Bei Facebook gesehen. Was schreiben die Mädels so? Alles Mögliche. Von simplen Sachen wie, ich hätte gerne eine Autogrammkarte für meine Freunde XY und Z, bis hin zu I love Thüringer Klöße und hoffentlich kannst du sie auch noch so gerne essen. Und ich habe einen Austauschschüler, das erste, was wir ihm gezeigt haben, ist dein Lied als deutsche Musik. All sowas. Total coole Sachen. Jetzt nehmen dich viele auch hops bei solchen Sachen. Ja, das ist ja jetzt nicht die Musik, die 20-Jährige wie du üblicherweise richtig. Auf dem Klo hören oder so. Klar, richtig, das stimmt wohl. Kriegst du das mit? Sicherlich. Also man hört das auf der Straße natürlich auch und in den Kommentaren im Internet, aber ich glaube, dadurch, dass ich seit 6-7 Jahren sowieso diese Musik mache, hat man sich damit auf jeden Fall gut abfinden können, arrangieren können. Wichtig ist ja, dass du dich damit okay fühlst. Natürlich, deswegen mache ich es ja auch immer noch. Wenn das der Fall gewesen wäre, dass ich darauf keine Lust gehabt hätte, wäre das mit den Klößen dann zu Ende gewesen, okay. Aber ich habe ja Spaß dran. Und so das bisschen Shitstorm, was da kommt, ist dir wurscht, oder was? Na klar, das ist ja, damit muss man leben. Ich glaube, da gibt es andere, die trifft es noch viel schlimmer. Jetzt ist aber die große Frage, wenn junge Menschen im Internet beschimpft werden, was bist denn du für ein Spacko, was machst denn du für einen Quatsch? Also es gibt Leute, die kommen damit überhaupt nicht klar. Nee, das ist richtig. Wie kommst du damit klar? Ich hatte am Anfang auch meine Probleme damit, gerade wenn man auf der offenen Straße von Wildfremden zum ersten Mal angesprochen wird und dann
dann nicht unbedingt, hey, ich mag dein Lied, sondern wirklich in die komplett andere Richtung. Was hört man da so? Sag's mal ruhig. Das können die schlimmsten Beleidigungen sein, die auch gegen meine Mutter gehen. Echt? Ja, bis hin zu auch sowas wie, ich bin doch eine Schande für Thüringen. Aha. Das ist natürlich als 12-, 13-Jähriger erstmal ein bisschen schwierig, wenn das zum ersten Mal mit Fremden zusammen sagen, nicht irgendwelche Klassenkameraden. Hat dir da irgendjemand bei geholfen? Familie vor allen Dingen. Mama. Genau, also gerade die Eltern, meine Geschwister haben mir geholfen, mit dem ganzen Stress irgendwie auch klarzukommen, weil das ist schon nicht ganz einfach. Aber man gewöhnt sich dann irgendwo dran. Man kann damit dann irgendwann leben. Wenn du jetzt hier durch deine Heimatstadt zuläufst, genau. Wirst du da noch angequatscht oder ist das eher so, ach, da ist er wieder? Gelegentlich werde ich schon auch angequatscht, ja? Gerade von Jugendlichen, die mich so zum ersten Mal sehen irgendwie, die zu Gast sind oder auch aus doch weiter weg sind, aber ansonsten die meisten eher ruhig von wegen, ja, ist ja nicht zum ersten Mal. In deinem neuen Musikvideo, das geht ja los mit so einer typischen Fanszene. Du setzt die irgendwo hin, da sind drei Mädels, die machen erstmal ein Selfie und quietschen dann. Richtig. Passiert dir sowas wirklich? Selten, aber bei Auftritten, Konzerten und dergleichen gelegentlich schon. Alles klar. Kann man dich live sehen demnächst? Auf verschiedenen Stadtfesten. Genau, habe ich jetzt leider nicht auswendig im Kopf. So kann man ja googeln. Aber genau, auf jeden Fall Stadtfeste, auch bei verschiedenen Festivals. Gerade in der Heavy-Metal-Szene bin ich momentan so ein bisschen unterwegs bei so Konzerten. Warum? Ja, tatsächlich. Ich weiß nicht. Die finden das witzig. Die finden das witzig, die finden das toll und. Ich meine, Wacken, das berühmteste Heavy-Metal-Festival in Deutschland, wird von der Feuerwehrbumskapelle eröffnet. Ganz genau. Heino ist da aufgetreten. Sowas ähnliches ist es wahrscheinlich auch irgendwo bei mir und ich mag die Leute natürlich auch total klasse und auch die Musik finde ich ehrlich gesagt auch ganz geil. Das hat schon was. Und jetzt mal, weißt du zufällig, welches Festival das ist? Aber es ist noch diesen Sommer? Diesen Sommer auf jeden Fall auch. In Leipzig tatsächlich sogar. Ach guck. Naja, jetzt müssen wir mal googeln, wo der Klaus Fritz demnächst auftritt. Und Freundinnen und Freunde, damit auch alle wissen, worüber wir hier eigentlich reden. Ich habe ein Date, heißt der neue Song. Wenn man das bei YouTube eingibt, findet man das relativ schnell. Also Fritz einfach eingeben, da wird es schon vorgeschlagen. Fritz und Date ist mal ganz sicher, dass man dieses Video findet. Dringend mal angucken. Und da steht auch drin, wie man den Song so zu sich nach Hause holen kann. Aber, wir haben ihn ja hier. Klar, du wirst ihn jetzt einmal für uns singen, oder? Sicher. Ja, natürlich. In gerne. Voller Länge. Ja, auf jeden Fall. Bis niemand mehr kann. Ganz genau. So machen wir das. Wie sich's gehört. Ich freue mich. Ja, ich mich auch. Sehr gut. Ich wünsch mir ein Thüringer Mädchen. Die Thüringer Mädchen sind schön. Und würde mit ihm so gerne auf dem Rennsteig spazieren gehen. Ich kenn sie nur aus meinen Träumen, da waren wir uns tausendmal nah. Heut schreib ich an all meine Freunde, der Traum aller Träume wird wahr. Ich hab ein Date mit dem Thüringer Mädchen am Sonntag um 3:30. So ein echtes Thüringer Mädchen, das passt doch am besten zu mir. Ich hab ein Date mit dem Thüringer Mädchen, wenn Sterne am Nachthimmel stehen, geht mein Date mit dem Thüringer Mädchen bis Montagmorgen um 10. Ich bin ja ein Thüringer Junge, da pass ich ja auch gut zu ihr. Wir können zusammen wandern und dann gehen wir vielleicht zu mir. Dann essen wir Thüringer Klöße. Ich sag ihr was Liebes ins Ohr. Mein Gott, wie freu ich mich auf Sonntag, da hab ich was Wichtiges vor. Ich hab ein Date mit dem Thüringer Mädchen am Sonntag um 3:30. So ein echtes Thüringer Mädchen, das passt doch am besten zu mir. Ich hab ein Date mit dem Thüringer Mädchen, wenn Sterne am Nachthimmel stehen, geht mein Date mit dem Thüringer Mädchen
bis Montagmorgen um 10. Ich hab ein Date mit dem Thüringer Mädchen am Sonntag um 3:30. Danke. Ich habe ein Date vom Klos Fritz. Der neue Song jetzt überall bei YouTube und wo es Internet noch nicht alle ist. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bleiben Sie fröhlich. Bis dahin. Tschüss. Das Auto passend zur Fliegewellen. Nein, heute nicht. Weil ich es kann. Jeden Freitag im Eurojackpot. Immer 10 Millionen Euro und mehr. Jetzt auf eurojackpot.de und in deiner Lotto-Annahmestelle. Sonnige Aussichten. Freitag rund 48 Millionen Euro im Jackpot. Spiele, Gewinne beim Original. Lotto Thüringen.